Es ist wieder Slime-Time bei Tini Schnickschnack. Schnick, Schnack, Schnick, Schnack. So, meine lieben Schleimfreunde, heute machen wir mal ein Sternzeichen-Schleim und wir starten mit dem Schützen. Der Schütze hat eine Menge Ehrgeiz, ist meistens fröhlich und auch recht spontan. Und trotzdem in manchen Situationen ein Tick zu schnell reizbar. Deswegen brauchen wir noch eine Prise Zielstrebigkeit und ein paar Krümelchen Optimismus. Außerdem noch eine ordentliche Ladung Selbstbewusstsein. So, zack. Und natürlich noch ein bisschen Feuer. Obendrauf noch ein Tick Egoismus. Und das Ganze wird dann kräftig umgerührt. Und aus diesen vielen Charaktereigenschaften ist dann dieser wunderschöne Schleim geworden. Und für alle, die das Rezept nochmal nachmachen möchten, ihr braucht nur Bastelleim, eine Prise Natron, ein bisschen Deko, Lebensmittelfarbe und flüssiges Waschmittel. Viel Spaß beim Schleimen! Check, check! Hallo meine lieben Schleimfreunde! Heute machen wir mal wieder einen Sternzeichen-Schleim und zwar den Steinbock. Dieser Schleim soll treu, geduldig und bodenständig werden mit einer Prise Sturheit. Der Steinbock-Schleim kriegt noch eine ordentliche Ladung Belastbarkeit und Klugheit obendrauf, so. Und eine Prise Pessimismus. Und noch ein Tröpfchen Starrköpfigkeit. So, dann wird das Ganze einmal umgerührt. Einen kräftigen Schluck Verantwortungsbewusstsein, alles nochmal umrühren und tada! Fertig ist der Steinbock-Schleim. Ein paar Sternzeichen-Schleimrezepte könnt ihr jetzt schon bei mir auf YouTube sehen. Und wenn ihr das Ganze hier nachmachen möchtet, hier kommt einmal das Rezept. Ihr braucht transparenten Kleber, Deko- und Lebensmittelfarbe, eine Prise Natron und Kontaktlinsenflüssigkeit. Und dann viel Spaß beim Schleim. Check, check. Jetzt wird's spannend. Ich möchte heute mal die Sternzeichen-Slimes mischen, und zwar den Schütze-Schleim, das ist dieser wunderschöne hier, mit dem Steinbock-Schleim. Ob die sich vertragen und ein Match ergeben? Denn bei diesen beiden Sternzeichen prallen ja Welten aufeinander. Der weltoffene und verrückte Schütze und der durchorganisierte und vernünftige Steinbock, kann das gut gehen? Und jetzt schaut mal hier, der Schütze schafft es, mit seiner verspielten Art den soliden und ernsthaften Steinbock aus der Reserve zu locken. Und im Gegenzug holt der häusliche Steinbock den Schützen ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn er mal wieder einen Höhenflug hat. Der Schütze bringt Leichtigkeit in das Leben des Steinbocks und entfacht das Feuer und die Leidenschaft, die der Steinbock tief unter seiner harten Schale versteckt hält. Kurzum, diese beiden Sternzeichen matchen perfekt miteinander, wie man das auch an diesem tollen Schleim sieht, der hier entstanden ist. Wenn ihr mehr Sternzeichen-Slimes sehen möchtet, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und checkt auch meine anderen Videos hier auf meinem YouTube-Kanal.